In diesem Video liegen zwei auf dem Tisch, brennt der Berg, steht ein Van rum und brennt die Hütte. Hallo zusammen, schönen guten Morgen oder soll ich sagen schönen guten Mittag. Es ist 12 Uhr durch und ich habe keinen Plan. Ich kann mich nicht so richtig entscheiden, was ich heute machen will, wohin ich fahre, in welche Himmelsrichtung. Schwierig, deswegen gehe ich jetzt erstmal vor die Tür. Ein paar Meter laufen bringt mich vielleicht auf neue Ideen und die zwei haben es zumindest mal vor bis auf den Dinettisch geschafft und da ist der Co-Pilot zusammengebrochen und iPad. Tja, die gehen wohl nicht mit raus. Ja, und schon stehe ich vor der Tür im sehr leichten Schneegriesel, aber dafür immer noch deutlichen Wind. Minus 6 Grad zeigt Zottel an. Und hier haben wir heute Nacht gestanden, ihr habt es ja gestern Nacht schon gesehen, wenn ihr schon und noch dabei wart, auf dem Supermarktparkplatz. Da haben wir eingekauft gehabt und wenn wir weiter schwenken, einmal im Kreis, diese Tankstelle hatten wir auch genutzt, den Tank voll gemacht, aber ein bisschen Geld hier gelassen. So, und jetzt schauen wir mal, was Salla so sonst noch zu bieten hat. Laufen mal die Hauptstraße rauf und runter. Die Stadt lebt auf jeden Fall mal. Ganz schön was an Verkehr hier auf dem Supermarktparkplatz. Der scheint gut zu laufen. Sprit und Diesel auch noch teuer. 207, Diesel 1,88. Und dann haben wir auch schon die Hauptstraße erreicht, geräumt. Hier fährt schon immer fettes Räumgerät immer mal wieder vorbei. Und wir laufen jetzt mal ein Stückchen Downtown. Mal sehen, ob uns hier noch irgendwas Interessantes vor die Linse kommt oder ob wir uns einfach nur so den Arsch abfrieren. Wobei, es geht. Was wir hier auf jeden Fall überall sehen, sind enorme Schneeberge. Die räumen das hier auch nicht wirklich weg, sondern es bleibt halt liegen, wird einfach immer höher geschichtet. Ja, und hier sind wir jetzt Downtown, glaub. Viel mehr Downtown geht, glaub nicht. Leerstehende Geschäfte. Nicht viel los hier. Da ist noch ein K-Market. Und dann sind wir gleich am Kreisel vorne. Ja Leute, es gibt hier echt nicht viel. Hier ist ein Fuji-Filmladen. Hauptattraktion, Fragezeichen. Oh, und Windböen kommen immer mal wieder vorbei, ist auch sehr nett. Da drüben hat es noch irgendwas, was nach Shop aussieht. Pizza gibt es hier auch, immerhin. Die gibt es auch praktisch überall, ne? Ein Museum gibt es hier noch, das war dort Straße runter noch. Und eine Kirche. Aber das Geilste kommt jetzt, Leute. Achtung, fettes Räumgerät. So geht Schneeräumen in Finnland. Da bist du doch der König. Mit dem Ding hast du gewonnen und kommst durch jede Schneewehe. Alter Verwalter. Saugeil. Ja, das könnte schon fast das Highlight des Tages gewesen sein. Meine Mütze ist irgendwie schräg, oder? Ein Foodtruck gibt es hier auch noch. Das ist auch ein hartes Pflaster, glaube ich, bei der Kälte einen Foodtruck zu betreiben. Respekt. Oh, und noch ein Highlight. Die Häuser sind hier nicht mehr rot, sondern mehr, ja, so Farben halt. Gelblich, beige, keine Ahnung, was das ist. Oder auch gerne mal in, ich könnte hier keine normalen Farben nehmen, keine Ahnung, grün oder wie auch immer das heißt. Es gibt auch kleines Räumgerät. Nicht alles muss immer gleich groß sein. Begeben wir uns mal weiter auf eine spannende Tour. Es geht jetzt hier leicht bergauf. Ich habe aber keinerlei Traktionsprobleme. Super Sach. Windböe. Ja, was kann ich euch sonst noch über Salla erzählen? Man sagt, es ist die kälteste Stadt in Finnland. Heute nicht, mit minus 6 Grad nur. Wir sind hier in einem eher strukturschwachen Gebiet, hohe Arbeitslosenzahlen. Gab es hier früher zumindest mal, weiß nicht, ob das jetzt heute auch noch so ist. Die letzte Statistik habe ich mir jetzt heute nicht mehr reingezogen. Und im Winter gibt es hier viel Schnee, Eis, Kälte und das da. Ein interessantes kirchliches Gebäude. Jo. Und Wind. Ich glaube, ich bin auch hier der einzige Idiot, der zu Fuß unterwegs ist. Der Rest ist schlauer und fährt mit dem Auto. Oder mit dem Schneepflug oder mit dem Radlader oder Gott weiß was. Oh, apropos. So sähe das Kirchengebäude dann von der Front aus. Das ist ein interessanter Bau, muss ich sagen.
Oh, und noch ganz wichtige Information. Hier soll es die Bar geben in Finnland mit dem längsten Namen. Google mir irgendwann mal ausgespuckt, aber ich finde es nicht mehr und ich weiß auch nicht, wo die Bar ist. Aber der Name war sowieso unaussprechlich und schweinelang. So, da hinten wieder, ne, steht immer noch. Wirklich groß ist Sala nicht, denn wenn wir den Weg, wenn wir den Blick nach links wenden, sehen wir da schon wieder Zottel stehen hinterm Schneewall. Ja, also ein kurzer Marsch. Oh, und weil es hier gerade steht, hier stehen noch so lustige Gascontainer. Und Leute, eins noch. Unser Team ist mit einer Truma Dieselheizung unterwegs. Das heißt, wir gucken null nach Gas. Ich habe keine Ahnung, wie das in Norwegen mit Gas läuft, ob man Adapter braucht oder sonst irgendwas. Wir haben da null Fokus drauf. Und ich vermute auch, dass der Co-Pilot das so beibehalten wird, weil es wäre in seinem Ressort. Ich filme und fahre, er macht so die Hintergrundrecherche. Also ein bisschen komisch ist das schon, der hier vorbeifährt oder mich sieht. Gucken alle so neugierig, seltsam. Was ist das für ein Aff, der da mit so einem Riesigstell in der Hand durch die Gegend läuft? Stadtgespräch morgen, zum Glück sind wir da wieder weg. So, wir sind am Ende angekommen von Sala. Da hinten wird auch nochmal Schnee geräumt. Da sind sie heute echt fett mit dran. Hier geht es nur noch in Richtung Wohngebiete und dann wieder raus aus der Stadt. Für uns war es das hier, wir drehen um. Hat gut getan, der kurze Spaziergang. Aber das Problem ist, ich bin nicht wirklich schlauer geworden, was wir jetzt heute noch anstellen. Keine Ahnung wohin. Oh, und so nebenbei, die Fahrzeuge sieht man auch häufig mit Anhänger. Da verbirgt sich ein Schneemobil drin. Ich glaube, hier gibt es auch Sommer- und Winterautos. Ich vermute, das linke ist Winterauto und die anderen zwei tauen erst wieder im Juli auf. Da sind wir wieder zurück. Ja, und jetzt seht ihr auch mal, das ist Freistehen im Winter in Skandinavien. Da nimmt man sich einfach mal einen Platz bei einem Einkaufscenter, um irgendwo pennen zu können, weil sonst nichts geht. Es ist also nicht immer super sexy und toll und romantisch und irgendwo am Arsch der Welt stehen, sondern das hier ist das tatsächliche skandinavische Vanlife-Leben. Geht halt nicht immer super fancy. Aber es reicht auch, wenn es super schön warm ist. Und das ist es in Zottel. Willkommen zur heutigen Routenplanung. Wir fahren von hier, Sala, runter auf die E63. Auf der bleiben wir dann, fahren hier weiter hoch Richtung Norden und dann Richtung Nordwesten in einen Nationalpark, den ich euch einblende. Das Ganze sind 136 Kilometer, 2 Stunden Fahrt. Ich rechne eher mal mit 2,5. Und wir fahren heute nicht querfeldein wegen den Wetterbedingungen. Es schneegrieselt immer noch vor sich hin, ist kalt, windet, Schneewehen und so weiter. Ich will heute keine Abenteuer, ich will einfach ankommen, denn wir haben dort eine Verabredung. Das freut mich riesig und jetzt fahren wir ab. Wir fahren irgendwie nicht ab. Was ist los? Wir fahren ab, Freunde. Es wird schon wieder dunkel, habe der Eindruck. Schicksee hier. Danke, dass man hier parken durfte. Aber woanders ist auch schön. Und Google Maps hat sich verabschiedet. Leck mich doch am Arsch. Ah, Google Maps ist zurück. Hallo. Wollt mich wieder Gott weiß wohin schicken. Hab's überlistet. Wie befürchtet ist es heute noch ein bisschen weißer als sonst. Die Strecke am Anfang noch ganz okay, aber jetzt mittlerweile, ihr seht selber, es ist sehr weiß. Neuschnee, es schneit immer noch leicht. Es wird schon wieder dämmerig. Wir gehen auf 14 Uhr durch zu. Und es ist nicht wirklich ein Spaß zu fahren. Wir können auch maximal 70 fahren, ansonsten wird es hier ein bisschen Harakiri. Wir fahren übrigens auf der 82. Dafür, dass es nur zwei Nummern hat, ist sie ganz schön verschneit. Co-Pilot, werft der Anker, Bremsen, Kreuzung. Oh, rutschig, minus 4 Grad, 14.20 Uhr. Oh Gott, wir gehen auf die E.
63 und die sieht unwesentlich besser aus, ist vielleicht ein bisschen breiter. Wir kommen wieder in die Nähe von Skigebieten. Und zwar beleuchtet, als wäre das ein Alien-Landeplatz. Das ist immer wieder verblüffend. Aber sonst hätten die auch immer nur eine kurze Skizeit, denn es ist jetzt 16.30 Uhr. Und ohne Licht wäre es ganz schön dunkel. Links in 100 Meter, also praktisch hier. Würgen wir uns um Kurv. Hier vorbeigeschossen. Jetzt geht's zum Skigebiet und ich bin mal gespannt, ob unser Date schon da ist. Das hat er unterwegs gemeldet. Ist noch wandern gegangen und kommt später. Ich habe dann noch eine Social Media Break gemacht und komme also auch ein bisschen später. Also, wer kriegt die rote Laterne? So, wir sind dann irgendwann mal da. Und dann müssten wir eigentlich mal da sein. Oh Mann, ey, Google, hallo. Jetzt weiß ich noch nicht mehr, wo wir abgemacht haben. Hier stehen ein paar Busse. Da steht sowas. Blaufarbenes. Seht ihr das? Kennt ihr diesen Nugget? Da ist wahrscheinlich Katja drin. Die treffen wir nämlich heute. So, gehen wir mal gucken, ob jemand da ist. Hä? Oh ja, da ist schon die Tür auf. Guten Tag. Guten Tag. Hi Katja. Was treibst denn du hier? Schon Zufall hier. Das gibt's ja gar nicht. Was ein Zufall. Guck mal, ich habe Licht. Du hast Licht? Findet das? Keine Ahnung. Hallo. Hi, Katja. Servus. Na? Ich habe noch ein bisschen nasse Haare. Ja, ich merk's. Ist das nicht toll hier? Geil, ne? Cooler Spot. Geht. So schön verschneit. Wir können auch Skifahren gehen. Guck mal, es beleuchtet. Wir können auch Schneemobil fahren. Da unten standen ganz viele rum. Ja, ich habe die vorhin durch den Wald brettern sehen. Mhm. Das war geil. Die kann man ja bestimmt mieten oder eine Tour machen. Ja, können wir machen. Ja. Mensch, da hat das geklappt hier. Haben wir uns gefunden. Krass, ja. Herrlich. Jo! Jetzt kommt der Weihnachtsmann. Oh, nee, Katja. Wie geht's dem Weihnachtsmann eigentlich? Ja, da war so viel Ansturm. Da bin ich leider gar nicht hingegangen. Echt nicht? Kein Foto gemacht mit dem Weihnachtsmann? 45 oh. Euro, ich bin noch nicht. Das 45 Wahnsinn. Euro? Scheiße. Nee, hätte ich auch nicht gemacht. Das ist ja Wucher. Ich glaube, ich muss Dollar ziehen, oder? Nein, oh, Zuziehhilfe. Darfst du auf dem Pilotenchefsessel deine Schuhe kannst auch. Ich habe mir meine Hüttenschuhe mitgebracht. Oh, okay, ja. Deine Schuhe sehen auch etwas verschneit aus, liegt Schnee draußen. Ach, ich glaube ein bisschen. Jo, da habt ihr aber gerade was verpasst. Ich habe nämlich gerade festgestellt, dass ich schon über einen Polarkreis bin und es nicht mitgekriegt habe. Ganz schön blöd. Aber das wäre auch eigentlich die Aufgabe vom Co-Pilot gewesen. Er ist der Redaktionelle im Hintergrund, der solche Dinge rausfinden muss und merken, Mensch, heieiei.
Jetzt stand ich gerade ganz schön dumm da vor Katja, als ich sie gefragt habe, du, sind wir eigentlich hier schon über den Polarkreis? Ja, seit Rovaniemi. Und das ist, da war ich zwar nicht, aber ich war auf derselben Höhe, nur östlicher. Ja, desolat hier im Team, ehrlich. Katja hat jetzt auch das Weite gesucht. Nein, natürlich nicht, aber wir haben festgestellt, wir haben ein bisschen Hunger. Deswegen köchelt bei mir jetzt irgendwie das Futter von gestern und sie macht sich auch was warm. Und dann werden wir entspannt hier essen und einen schönen Abend miteinander verbringen. So, Achtung, jetzt kommt der Lieferdienst. Essen auf Rädern. Müssen wir das mal abnehmen? Aber sicher doch, vielen Dank. Scheiße. Was isst du? Reste vom Lachs auf der Haut. Nein, Salat. Ich meine, was isst du? Das ist ja meins, oder? Ja. Das ist das Gastgeschenk. Ist das Glühwein? Ja. Mit Oh, lecker. Vielleicht Besteck vergessen. Besteck hätte ich noch, aber wir müssen mal wieder abwaschen in Kürze, fürchte ich. Das könnte mal der Co-Pilot dann morgen machen. Gut, bei mir knuspert nichts. Das ist einfach nur lätschig. Oh, das Chicken musste gestern weg, das war schon einen Tag drüber. Und, ich habe auch noch das Chicken für morgen. Das roch auch schon so komisch, ich habe es dann aber dennoch noch gemacht. Und war dann nicht okay. Dann wollte ich mir das jetzt andrehen. Nein, ich habe das ja gestern schon gegessen und habe es überlebt. Und heute ist das immer noch gut. Mhm. Ich warte noch mal so ein Stündchen, nachdem du gegessen. Das ist super lecker. Mhm. Vor allem habe ich in Finnland Karotten. Richtig karottig. Geschmacklich. Frisch Vermöge, aber lecker. Ich habe da so ein Regal Fertiggerichte stehen sehen. Da dachte ich, oh, das wäre aber praktisch. Brauchst du nur warm machen, eine Kugel im Preis, 11 Euro. Und so ein Gerät habe ich schnell wieder weggestellt. Geht's hier doof? Oh mein Gott. Einfach durchlaufen und das mitnehmen, was man so denkt, ist schlecht. Mhm. Kann teuer enden. Vor allem in der Getränkeabteilung beim Bier. Das war ich nicht. Der ist arm. Das riecht auf jeden Fall gut. Das ist auch, schmeckt auch. Kann ich gerne mal mit der Gabel reinhalten. Jetzt habe ich so einen Klumpen. Mhm. Voll auf den Tisch. Der gute Tisch, der fehlerfreie gute Tisch. Hat überhaupt keine Macken mehr, Tisch. Ja, ist gut. Mhm. Man kann im Winter werden kochen, ohne dass das von der Decke tropft. Ja, austrocken. Möbel auch, oder? Ja, Möbel auch. Das ist schon ein bisschen feucht hier, ne? Guck mal, hat schon 17% Luftfeuchtigkeit. Vorhin hatten wir 10. Scheiße. Sofort lüften. Ja, der Co-Pilot wird es wieder absorbieren jetzt. Den ich gestern so im Slow-Cook-Verfahren auf meinem Minigas-Flammen-Ding angebraten habe. Eine halbe Stunde später war er fertig. Geht ja noch. Hm. Stell dir vor, du hättest ein Steak anbraten müssen. Jetzt hätte ich es besser vor mein Heizungsrohr gelegt, wäre schneller gegangen. Ihr Gasherd ist gestern ausgestiegen, so halber. Nicht so ganz, aber. Er lief auf kleiner Flamme, sagen wir mal so. Aber was hilft immer? Rohrlösungen. Rohr verlegen, wichtig. Das muss man können. Das Einzige, was hilft. Dicke Rohre in meinem Fall. Das zeige ich euch morgen. Das funktioniert aber. Ja, ja, staubt schon. Schon mehrmal geworden. Ja. Ich habe jetzt einen beheizten Wassertank. Endlich Warmwasser. Und eine Fußbodenheizung. Auch Warmwasser habe ich immer, wenn ich irgendwo ankomme. Während der Fahrt läuft mit meinem Boiler. Mhm. Und dann okay. Habe ich erstmal 3 Liter warmes Wasser. Geil. 3 Liter? Mhm. Ja, das ist ein Luxus, ne? Toll, ne? Für mich ist das toll. Mhm. Ich freue mich mit kleinen Dingen. Ja, 3 Liter Warmwasser ist besser als gar kein Warmwasser. Nicht besser als eingefrorene Leitungen, gar kein Wasser mehr. Aber. Gar kein Getränk. Geht ja nicht. Nein. Sie war's alle. Notstand. Oh, Lübzer Bock, 7%. Singst du dann noch? Das ist das Schwarzbier. Ja. Vollmundig. Boah, ne, das ist jetzt too much. Wenn er das jetzt trinkt, dann müssen wir nachher noch die Piste hochlaufen. Ja? Mit Schneeschuhen. Mhm. Aber Tüte wieder runter. Die Tüte. Die verlieren wir dann auf dem halben Weg. Merken das aber unten erst, wenn der ganze Schnee in der Buchse ist. Hm. Hm? Ist das doof? Na, oh! Was kommt jetzt? Oh!
Jetzt hat er mal gefunden. Oh, geil! Das stimmt gar nicht. Ich hab noch Jever. Oh Gott, oh Gott. Da ist noch ein verstecktes Sixpack im Verlies. Ein ganzes Sixpack. 03220. Oh, das muss weg. Wichtig, dass das noch gefunden wird jetzt. Ach Gott, ist das geil. Schon wie Weihnachten heute. Nicht ganz kalt eigentlich. Müsste ein bisschen kälter sein. Ja. Schon wohl mit deinem Glühwein. Prost. Schön sind wir hier. Mit meiner verbeulten Tasse. Prost. Und gut, dass wir uns zufällig über den Weg gefahren sind. Ja, manchmal gibt es Zufälle, als hätten wir es abgesprochen. Ja. Echt krass. Das Bier ist zu warm. Ich habe mich vorhin gefragt, wie man das früher gemacht hätte. Vorher verabreden und dann. Ja, und dann hoffen, dass einer kommt. Und dann tagelang warten, bis der andere kommt. Ja. Das ist schon scheiße. Mhm. Ich muss mal mein Bier vor die Tür stellen, ist zu warm. So, wie ihr seht, wir sind nicht faul, wir gehen mal noch vor die Tür. Denn wir wollen mal kurz scouten, wie hier so die Umgebung aussieht. Was man hier so Lustiges machen könnte. Ja, Katja hat da noch so komische Dinge dabei. So zum Halsbrechen. Das hat mit Schnee zu tun. Hier ist schon mal eine Schneeraupe entlang geraubt. Hier kann ich dann auf jeden Fall bremsen. Das ist aber nicht steil genug. Da saufen wir jetzt gleich im Schnee ab. Das ist ein bisschen arg uneben. Das ist gar nicht präpariert hier. Ja, zwei Vollprofis. Wir müssen die Piste finden. Wir haben die Piste gefunden. Und die ist sogar brauchbar, oder? Ich glaube schon. Und wir mal den Schlitten, oder? Ja, nur leider unbeleuchtet. Ja, wir haben Beleuchtung am Schlitten. Was ein Glück. Katja entdeckt Eis auf ihrem Auto. Das ist ein Ding. So, jetzt bauen wir den Schlitten auf. Ich muss mal kurz auf meine Bio-Toy. Katja, jetzt habe ich mir echt Zeit gelassen. Und du hast das verdammte Boot noch nicht aufgepustet. Kopf. Nee. Dann geh halt nochmal rein. Das ist doch das Spannende. Das ist ein Boot. Hier, pass mal an, wie leicht das ist. Hallo Boot. Boah! Oh Gott, ist das schwer. Nee. Ist wirklich sehr leicht, ja? Verblüffend. Wenn sogar Katja das tragen kann, muss es sehr leicht sein. Das wäre aber übermütig, was? Ein wenig. Ich war gerade auf meiner Bio-Toy. Ist das dann immer so? Ja, davon kommt gute Laune. Katja sucht das Loch und ihr tropft die Nase. Das ist eine blöde Mischung. Das ist ein bisschen windig, oder? Aber was gar nicht. Wie kommst du jetzt da drauf? Wind? Hier? Null? Also das ist auch gar nicht. Ich getroffen habe, war hier nie Wind. Ja, komisch, ne? Das schneit auch wieder leicht. Voll. So, hast du das Loch gefunden? Ja, ja. Das ist okay, das wird geschraubt, ne? Ja. Gut, dann. Und jetzt pustest du da rein. Ja, nur so leicht, ne? Dann hat man hier so ein Weg. Okay, da wird es einem, glaube ich, auch warm von. Gib dem Mann kein Alkohol mehr. Ich habe nur einen Schluck Bier getrunken. Ich habe eine Blow-Hilfe, guck mal, das ist doch. Eine Blow-Hilfe? Das ist ein rechter Blowjob. Oh, warte. Co-Pilot, sag nicht solche Dinge. Den Blowjob überlebst du nicht. Aber wir sehen, es tut sich schon was. Das Boot lebt. Was meinst du? Ob ich da reinlullern will? Wenn du nur mal reingehen willst, weißt du, lang dauert man. Ach so, ich dachte da reinlullern, also wo du reinbläst. Wir hätten nicht das Bio-Toy-Video vorher gucken. Ja, Katja ist schuld, sie wollte unbedingt vorab die Vorab-Premiere des Bio-Toy-Videos sehen, mein Fazit. Ja, und wenn wir über Kacke reden, dann kommt halt immer Scheiße raus. Nee, kommt immer was Lustiges. Als ich sterbe, es war nicht meine Idee, jetzt hier den Berg mit dem Fahrrad zu führen. Das ist richtig, aber du warst sofort dabei. Ich musste dich nicht überreden. Das stimmt. Was schreiben wir auf den Grabstein? Da hatten wir doch schon einen Text. Ich hab ihn vergessen. Ich auch. Scheiße. Kommt der Winter so falsch? Wir sind schon die Vollprofis. Wir stellen gerade fest, dass bei Plusgraden es einfacher geht. Also ich muss mal wesentlich nicht überlegen, ob das Wasser kälter ist als die Luft und sich das Boot dann im Wasser noch aufbläst. Aha. Das ist nämlich immer noch Wasser fährt der Fall. Ja, man will ja nicht absaufen, ne?
Hier ist alles gleich. Alles gleich, alles wurscht. Alles wir kalt. Das Boot hinterher nicht trocknen, das hat nur Vorteile. Das friert von selbst. Aber was machen wir jetzt eigentlich damit? Weil hier gibt es ja gar kein Wasser, ist alles zugefroren. Finnland gibt es keine Seen, habe ich festgestellt. Jetzt sind wir in einem Skigebiet. Das ist doch ein perfekter Schlitten. Oh je, oh je. Habe ich gehört. Ist dir jetzt warm? Die Hände sind total kalt. Mir auch. So, jetzt müssen wir den Rest mit dem Mund rein. Oh Gott. Kommt der echte Boot. Das Boot heißt übrigens Firefly. Ja, und die Chinesen haben das ein bisschen blöd darauf geschrieben. Die Trennung ist nicht ganz optimal. Stimmt. 4E-Fly. Okay, kann man auch machen. Ja, Katja bläst noch ein bisschen mit dem Mund. Ist noch nicht ganz hart. Ich muss noch ein bisschen. Ja, dann machen wir weiter. Soll ja perfekt sein. Ja, und als wäre das noch nicht genug, muss jetzt auch noch der Sitz aufgeblasen werden. Das sieht ein bisschen komisch aus. So, wir arbeiten hier schwer. Das Boot leuchtet. LED-Funzel drin. Und wir schleifen das Ding jetzt den Berg hoch. So, Feuer frei. Jetzt gucken wir mal, was am Hang geht. Oh, so schnell das. Ich würde ja schieben. Muss schon ein bisschen paddeln. Genau. Oh. Da ist ganz schön Speed drauf. Katja ist auf Speed. Oh, und bremst und dreht und kreiselt. Versuch Nummer 2. Gib ihm Saures. Eine Leine ist schon gelegt. Katja gibt Vollgas. Yeah! Und ich muss nebenher rennen. Oh! Brems! So Katja, bist du bereit? Ja, ich glaube schon. Go! Ich komme hier gar nicht weg. Ja, ne? Ja. Das geht ab hier, du. Wie die Hölle. Okay, ich glaube, der Speed ist erträglich. Der Start parallel zum Hang. Katja macht sich auf den Weg runter ins Tal. Wir sind deutlich höher gegangen. Hallo? Go, go, go. Ich bin schneller als du. Halt die Fresse. Jetzt paddel mal stärker. Paddel! Wir müssen den Hang weiter hoch. Ja, stumpfes Wasser heute. Heißen Dreck. Ja, lass es. Wir gehen weiter hoch. Dann lass mal krachen. Da komme ich nicht mehr mit, da muss ich aufgeben. Aber das Boot kriegt ganz schön Speed drauf. Ist das cool. Go. Nächster Versuch. Katja auf der Skipiste. Grandios hat die Speed drauf. Junger Vater. Da paddelt sie in den Sonnenuntergang. Dreht sich nochmal. Et voilà. Ja, und dann habe ich hier gerade noch was entdeckt. Riesenfeuerhütte. Und der ganze Trog da links ist voll Holz. Könnten wir noch das Lagerfeuer machen? Ja, nochmal kurz zum Van gelaufen und habe ja mitgedacht, als ich geladen habe. Deswegen sind wir so schwer. Feueranzünder und hier Feuerstelle. Jetzt ist nur die Frage, hat auch jemand Feuer dabei? Oh, der ist gerade irgendwo anders hingefallen. Ah.
Schranke. Das kommt vom Bootfahren. Vom Film des Bootfahrens. Du bist ganz besoffen. Ja, völlig von der Spur. Die Idee war aber auch schon ein bisschen besoffen, ne? Die ja, wir da hatten. Aber wir sind nüchtern, wir haben noch keinen Schluck getrunken fast. Ich habe noch nichts getrunken. Ja, ich wollt nur einen Schluck tatsächlich. Wolltest du nicht noch Pudding machen? Mein Bier ist gefroren. Ja, ich wollte noch Pudding machen, Herrenpudding, aber Mist. Katja wollte ja unbedingt paddeln gehen. Jetzt habe ich den Pudding verpackt. Machen wir den Pudding morgen. Oh, fuck. Oh, das habe ich nicht gesagt. Ich bin ja jemand, der sagt nie Schimpfworte, ne? Das wisst ihr ja. Oder Fäkalsprache ist mir völlig fremd. Das piepen wir. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir das schöne Feuer in Gang kriegen. Mit meinen Schweizer Wollmäusen. So, wenn du keine Rollmöpse reinwirfst. Heiß, heiß, heiß. So. Jetzt warten wir mal und gucken, was passiert. Zum Anstoßen reicht's gerade noch. Katja. Prost. Zum Wohl. Auf einen geilen Trip. Essen, Abend. Ja, auf einen schönen Abend. Prost, Prost zu Hause. Ihr solltet hier sein. Grandios. Jo. Da denkt man, man ist hier auf so einem langweiligen Skipistenparkplatz und dann sowas hier. Ja, ich bin jetzt auch überrascht, dass sie hier so eine geile Feuerstelle haben. Hätte ich nicht erwartet, ehrlich gesagt. Und auch noch Holz. Sonst hätte ich jetzt meine 30 Kilo Holzschüssel hochschleifen müssen. Das hätte ich nicht gemacht. Hätte man unser Lastenboot stecken können? Oh ja, ziehen. Ja. Und dann hättest du es hochgezogen. Mhm. Ist klar. Ja, läuft, oder? Die Nordlichter sind heute übrigens auch wieder super. Ja. Pass auf, das kommt auch noch. So toll, dass man sie gar nicht sieht. Ja, da hinten war vorhin schon ein bisschen grün, aber da ist nicht Norden. Na gut, das ist ja auch nicht immer im Norden. Ich meine, es ist auch überall. Echt? Vorgestern guck, da war ist so hell. Na, das ist aber Licht. Das sind wieder die Lichtsäulen. Sonne, guck mal und mach das Licht aus. Ah, der Himmel sieht ziemlich dicht aus, aber wer weiß. Der Abend ist auch noch jung. Später muss eigentlich. Keine Ahnung. Wie viel später haben wir eigentlich? Und blasen die Flammen so in die Richtung. Oh, 21.30 Uhr schon. Hat uns ein Bootstour so lange gedauert. War ein weiter Weg. Wir haben es ziemlich schön gemütlich hier am Lagerfeuer mit beleuchteter Hütte. Es qualmt ein bisschen. Aber ansonsten ist es ein genialer Spot. Falls sie hier mal hinkommt, wo auch immer das ist, kann man empfehlen. Und das meist fotografierteste und gefilmteste Objekt ist heute das Ding da, das Firefly-Bötli Packraft. Macht eine gute Figur, so beleuchtet. Und wenn das schon im Schnee so viel Spaß macht, wie ist das dann erst im Wasser oder im Wildwasser? Aus die Maus, wir gehen nach Haus. Es ist irgendeine Uhrzeit. Und das Boot ist gefroren und bootet heute auch nicht mehr. Ich glaube, wir nehmen dann mal die blaue Piste, oder? Aha. Ab nach Haus. Rote hatten wir heute schon. Ich würde dir helfen, aber ich filme. Ich kann nicht. Es geht auch bergab. Eigentlich könntest du es gleich nochmal rutschen lassen. Ja, so kann man auch paddeln gehen. Das machen die ganz professionellen. Schieben ihr Boot vor sich her. Oh je. Yeah. Was für ein Tag. Oh, es nimmt so Fahrt auf. Ade. Tschüss. Manche Tage verlaufen einfach irgendwie anders. Hätte mir heute Morgen einer gesagt, dass ich heute Nacht eine Skipiste hoch und runter renne, weil da einer mit Boot runterschlittert. Oder wir noch Lagerfeuer machen, dem hätte wahrscheinlich ein Vogel gezeigt, denn das war überhaupt nicht absehbar. Aber mit Katja hatte ich schon die letzten Tage permanent Kontakt und wir haben immer so abgesprochen, wo wir gerade sind, und ja, heute hat sich dann durch Zufall ergeben, dass wir uns hier treffen, dass wir bald in der Nähe sind, und dann haben wir gedacht, machen wir. Hatten jetzt heute einen sehr entspannten Abend hier, habt ihr gesehen, und morgen fahren wir noch gemeinsam an einen ziemlich interessanten Spot, und jetzt haben wir ja einen Nordlicht-Profi mit dabei. Vielleicht haben wir ja Glück. Das Wetter sollte halt mitspielen. Aber für heute spielt eigentlich nur noch einer. Und das ist Kollege Schlaf. Wir gehen pennen, Leute. Bin echt durch. Mitternacht ist durch. Wir wünschen eine gute Nacht. Schlaft schön. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ciao zusammen. Friedrich auch hier.
alle müde. Dankeschön fürs Amazon-Partner-Link verwenden, für einen Daumen hoch und für die PayPal-Unterstützung. Coole Sache, freut uns immer riesig. Dankeschön. Ciao. So Jungs, auf geht's. Jetzt wird nicht rumgemault. Ab ins Bett mit euch. Aua. Ah, Gubilon, warum schlägst du mich?